So, was geht, Pyros? Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier in Polen. Hier habe ich die Freiheit meines Lebens. Ich habe hier eine Böllertasche, eine, sozusagen einen Sprengstoffgürtel, eine Bauchtasche. Hier wird schon ordentlich geknallt, da hinten irgendwo. Und ich würde sagen, wir fügen uns dem bei. Und wir haben hier einiges zur Auswahl. Und ich gucke mal gerade, kann ich irgendwo diese Single Shots schießen? Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit was Kleinerem an. Was haben wir denn hier hinten? Haben wir irgendwas Kleines? Ja, wir sehen das schon hier. Wir haben richtig viele Sachen auf jeden Fall. Hier ist ein Geysir. Ich weiß nicht ganz, was der Effekt ist. Deswegen gehe ich mal lieber etwas mehr nach hinten, als ich es normalerweise tun würde. Weil der ist Kategorie F1. 7,5 Gramm. Geysir 1. Kategorie F1. So, ich hole mal Feuerzeug, was ich bekommen habe von dem Verkäufer beim Polen-Shop. Oder beim ganz normalen Feuerwerkladen. Ich finde es schwachsinnig, dass man es Polen-Shop nennt, aber es hat sich einfach eingebürgert. Es ist ein ganz normaler Laden gewesen mit Knallern, die hier in diesem Land legal sind. Dementsprechend finde ich, dass man die auch nicht Polenböller nennen sollte. Auf jeden Fall, wir fangen direkt mal an mit so einem Geysir. Ist nichts, glaube ich, was knallt. Ich gehe trotzdem ein bisschen weiter entfernt weg. Mal sehen, was das ist. Ich gehe. Ja, sehr schöne rote Farbe, muss ich sagen. Boah, das war krass. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Die Frau meinte, die knallen nicht. Nur die Geysir C. Aber da qualmt noch was. Deswegen würde ich einmal sagen, wir gucken, was wir hier noch haben. Hier haben wir noch einen Vogel. Eine Neuheit dieses Jahr. Ich würde einfach mal sagen, wir machen hier einen Single Shot. Eine schöne, gute deutsche Sache. Zum Anfang irgendwo. Weg mit dem Dreck. Das ist ein ganz schmutziger Wald hier. Es ist richtig eklig. Hier liegen überall Kondome. Weil es ist hier so eine Einfahrt in Polen an der Grenze zu Deutschland. Da kommen natürlich die ganzen Deutschen und lassen dann hier ihre ganzen Kondome, wie zum Beispiel da, sieht man ein, liegen. Richtig ranzig auf jeden Fall, aber scheiß drauf. Hauptsache Geballer. Und ich würde sagen, hier passt es ja komplett. Und jetzt hinten so eine schöne Standard, so ein Classic, eine schöne deutsche Sache. So, in Blau. Ui, super schön. Hier regnet es auch überall Gips. So, davon haben wir zwei Stück. Beziehungsweise erstmal machen wir den Dumbum Single Shot. Der sollte nochmal um einiges lauter sein. Da hinten kommt ein Auto. Egal, wir haben Silvester. Hier haben wir die Zündschnur, die kann ich sogar so anzünden. Warten wir noch kurz, bis das Auto vorbei ist, damit er hier keinen Schock kriegt und einen Unfall baut. So, angezündet ist er. Ui, sehr schön. Oh, der war schon ordentlich laut. Mein erster BKS-Böller dieses Jahr, oder das heißt Böller, Knaller oder naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, der war ordentlich laut. Sehr schöner Aufstieg. Also sehr schöner. Ich habe den Namen gerade vergessen. Wie heißt denn das nochmal? Feuertopf, sehr schöner Feuertopf. So, da haben wir den nächsten. Das ist der gleiche. Ich fülle mal ein bisschen nach unten, wenn ich schaffe. Diesmal. So. Der nächste. Am Tag sieht man richtig schön, wie dieses Ding einfach nach oben fliegt. So, ich habe hier gerade gesehen, hier ist irgendwo ein Gipspropfen runtergefallen. Hier ist er runtergefallen von der Dumm-Bombette. Richtig heftig auf jeden Fall, dass er nicht zerfetzt wird. Ich liebe eine Kondompackung. Ja, moin. So, als nächstes würde ich einfach mal sagen, machen wir so einen Vogel. Ich weiß nicht, sollte ich dafür auf die Straße gehen? Wahrscheinlich schon, oder? Ein Feuerfalke Silberknister. Die sind legal in Deutschland, also ich bezweifle, dass die irgendeine Art von Links haben. Von wie heißt Salut-Effekt.
So, der nächste. Der fliegt schön. Knisterknister. So, dann haben wir nochmal einen Silberknister, der gleiche. Aber wir haben starken Wind heute an Silvester. Schade, schade. Aber was willst du machen? So, arm ist er. Uiuiui. Ui, ui. Da. Kommt auch schon ein Auto. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten. Den Feuerfunken. Der hat nochmal so am Ende so ein Turbo. So ein Bumm. Sehr schön auf jeden Fall. So, dann haben wir auch was richtig Feines. Und zwar einen Donnervogel, glaube ich. C. So. Die sind laut. Da fliegt er. Der war laut. Der hat schön gedrückt. Dann haben wir ja noch so einen letzten Feuerfalke. Den sollte man in der Nacht zünden. Ist wahrscheinlich eine bessere Idee. Also weg, 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 weg. Uiuiui. Ja, der ist auch cool. Aber ich finde die anderen geiler. So, was haben wir hier? Eine Neuheit von Funke. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ich habe den Namen vergessen. Sorry, Jungs und Mädels. Aber der wird auch hier gezündet. Der hat 4 Gramm NEM. Klasse Kategorie P1. Ich mach den ein bisschen weiter hier, weil hier ist zu viel Wind. Und hier sind Bäume links. So, der wird lauter. Yo! Der war ordentlich, Jungs. Die sind geil. Die blinken so am Anfang. Die sind richtig geil. So, dann haben wir nochmal hier einen Geysir A. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera gut erkennen. Einen Geysir A. Ach, scheiße. Wir hoffen, dass er nicht umfällt. Ah, er ist umgefallen. Schade. Naja, egal. So ein Vorbrenner müsste Bälle haben. Das wäre ein schöner Vorbrenner. Und dann Knister. Weil das Knister ist richtig laut, finde ich. Für so ein kleines Ding. So, als nächstes haben wir den. Starker Wind hier gerade. Den Ultras Liberi. Sehr gespannt, habe ich noch nie gezündet. Wollte ich eigentlich mal sezieren. Aber das wurde ja offensichtlich verhindert. Laut, glaube ich. Ja. Der ist ähnlich mit einem Dumbum, mit einem FP3. Aber noch die alten ohne CE-Zeichen. So, dann haben wir noch was Kleines, aber Feines. Ein Triangle Cracker. Die sind geil, aber laut. Da verpufft das Ganze wirklich alles gefühlt. Aber die sind schön laut, finde ich, für diese Größe. Die haben, glaube ich, 1 Gramm NEM oder so. Die zerfetzt auch nicht komplett, wie man hier sieht. Boah, Ohrenfiepen. Ohrenfiepen, jetzt ohne Witz. Liegen wie Kondome, Alter. So, worauf ich sehr gespannt bin, sind die Signalis 3.0. Habe ich selber noch nie gehabt.
Titanium Bank von Dextrin Fireworks. Neuheit letztes Jahr. Dextrin wurde leider hochgenommen, das heißt, diese Dinger wird es nie wieder geben. Schätze ich mal, aber es wird genügend Alternativen geben. Deswegen würde ich einfach sagen, let's go. Oh oh. Ja, sehr hoher Knall. War nicht so eine geile. Oh. Hier rieselt es schon Gips. War nicht so eine geile Druckwelle wie die anderen Dinger. Aber trotzdem geil. Ich würde einfach mal sagen, wir zünden dieses Ding hier inmitten von diesen drei Batzen, wollte ich schon sagen. Einfach mal hier so reinlegen. Ich hoffe, man sieht das. Der hat 4 Gramm. Also ich schätze mal 3 Gramm Sprengsatz. Wow. Von den Dingern bleibt nichts mehr übrig. Auch nicht von den Bombenrohren. Ich glaube, die standen hier. Schon wieder fucking Kondome, Alter. Wo standen die denn? Hier? Ich weiß nicht mehr, wo die standen. Digga, das ist alles weg. Hier sind gleich noch ein paar Papierfetzen. Ne? Ich glaube, der stand hier. Das ist auch nur eine Kondompackung. Digga, die ganzen polnischen Uhren kommen hier hin. So, jetzt ein Sky Shot von Weco. Letztes Jahr Neuheit. Also, wir haben es ja bei mir gerade 2018, deswegen letztes Jahr. 2019 meine ich. Ja, moin, das war's komplett. Ich würde einfach sagen: Let's go, der Hase läuft. Die sind sexy. Auch in Polen kann der gut sein. Der kann auf jeden Fall mithalten. Was haben wir hier noch? Wir haben hier einen Double Flash von Weco. Ich... soll ich? Das sieht doch gut aus, oder? Aber passt auf jeden Fall perfekt drauf. Oh, das ist gefährlich, wenn er umgibt. Sehr geil. Ist nicht umgekippt, zum Glück. Bei meinem Glück würde der komplett in meine Fresse fliegen danach. So, was richtig laut ist auf jeden Fall jetzt. Ich würde einfach mal sagen, den legen wir einfach komplett drauf. Wir stellen den so drauf, perfekt. Wir bauen einen richtigen Turm, Jungs. Was hält ihr davon? Der Turno 5 Blue, kommt ein Auto? Ne, ich dachte gerade. Turno Blue 5. Frau meinte zu mir, das ist der lauteste, den die er hat. Glaube ich nicht. Das war beim Pyromarket. Also ich glaube schon, aber man kriegt noch andere. Oh, weit weg. Oh. Das war eine Druckwelle, Jungs. Und das Bombenrohr hat es komplett zerfickt. Das Bombenrohr hat es komplett zerfetzt. So eine Druckwelle war da. Das Bombenrohr ist weg. Hier ist noch der Rest und hier wurde der die Tonerde reingedrückt. Ja, die haben einen Druck. Die ganzen Kondome, Alter. Das wird jetzt eklig, ne? Ich habe eine Idee. Also ich habe eine richtig eklige Idee, Alter. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist. Ich will hier nichts anfassen. Und ich will auch nicht, dass dieses Kondom in meine Richtung fliegt, deswegen lege ich den lieber hier hin. Aber ich würde einmal sagen. Oh, da wird gleich Kinder regnen. Oh, Digga, so eine helle Flamme, so ein helles Blitzlicht. Wo habe ich denn den gezündet? Ich glaube hier, oder? Ja, hier. Schmutz. So, einfach mal den nächsten hier. Hier wird überall schon geknallt. Ich bin hier mitten im Nirgendwo. Da hinten ist irgendwo eine Stadt. Da hinten ist Stubice. Da hinten ist Frankfurt. So, einfach mal den Signalus 3.0. Resteverwertung nennt man das.
hier rein. Signal ist 3.0, immer wieder geil. Aber ich sehe gerade, das Rohr hat standgehalten. Das deutsche Rohr hat standgehalten. Ja, moin. Hier ist sogar noch der Rest von dem deutschen Dings. Da haben wir noch einige geile Sachen drin. Jetzt einen ganz alten FP3, Digga, der liegt in meinem Keller seit 2015 oder 16 oder so. Der wurde 2016 produziert, glaube ich. Steht hier jetzt noch drauf. Stand doch immer drauf. Jetzt komplett blind. Der war aber auf jeden Fall noch von 2015. Richtig altes Ding auf jeden Fall. Oder von 2016. Da bin ich jetzt gespannt. Ich hoffe, der zündet nicht durch. Uiuiui. Ja, der war auch noch alt. Der war noch alt. Das hat man gemerkt. Das hat man gemerkt, du. Von dem Rohr, das, wir arbeiten uns weiter runter bei dem Rohr. Komm, machen wir noch so zweimal Ultras. Liebe Rieder, davon hatten wir viel. Einfach mal nebeneinander. Auf einen Schlag. Sexy. Ich find's geil mit der GoPro, weil ich hab hier beide Hände und damals war es immer so mit einer Hand und dann mit der anderen Hand zünden. Und das war immer richtig anstrengend. Mit der einen Hand filmen und dann mit der anderen Hand zünden. So, ich sehe hier gerade, das machen wir nicht, da ist Glas. Das ist gefährlich. Aber ich sehe gerade einen Handschuh. Und ich würde es mal einfach mal sagen. Weg. Dem Handschuh wird es nicht mehr gut gehen danach. Oh. Ich habe hauptsächlich Angst vor dem Gips, weil ich hab den so eklig hingelegt. Ich habe auch gehört, wie da hinten ein Gipspropfen hingeflogen ist. Aber der Handschuh hat es wahrscheinlich nicht überlebt. Der ist da irgendwo hinten hingeflogen. Ja, moin. So, ich würde einfach mal sagen, wir zünden einen, und zwar den Exploder 4. Der sieht doch schon sexy aus, oder? Guck mal, wie fett der ist. Den zünden wir einfach mal hier. Auf ganz sexy. Damit uns auch alle Polen hier anerkennen als richtige Polen. Nee, als ob. Als ob, oder? Willst du mich verarschen? Würdet ihr mir gerade meinen Gesichtsausdruck sehen? Ich bin so enttäuscht. Nee, Digga. Ja, und da jetzt hinlaufen ist eine Art von ja, Selbstbestrafung. Suizid, wie auch immer man es nennen will. Deswegen muss ich auch mal sagen, wir zünden erstmal hier einen anderen, lassen den ein bisschen stehen da hinten. Da fahren zwei Autos, scheiß drauf. Beziehungsweise, warte mal. Die sind P1, das heißt, die müssen neu sein. Ne, 2017, oder? Das ist die. Ist das das Jahr? Keine Ahnung. Auch laut werden. Oh, man hat richtig gesehen, wie der Rauch zusammengezogen wurde am Anfang.
So, ich glaube, das Ding haben wir jetzt beendet. Oder fast beendet. Na gut, nicht ganz. Aber das Ding hat einiges mitgemacht, muss ich sagen. Respekt an das Ding. So, ich probiere es nochmal. Mit dem Gorilla Bomb. Wow. Weg mit dem Ding. Gut. Gorilla Bomb. Scheiße. Wow. Der ist direkt explodiert, ja. Unser Ding ist leer. Ich will einfach mal sagen, das war's für das Video. Lasst ein Like da. Hier fahren schon die Leute. Lasst ein Abo da. Es kommen immer mehr solche Videos. Das war jetzt der erste Teil. Und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein.